Hiho und willkommen zurück bei Lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Okay, wir sind immer noch in den brennenden Felsen. Haben wir ihn eigentlich abgeschlossen, bis auf das Mosaik. Haben sehr viele neue Waffen und so gekriegt. Da ist immer noch die Erdklinge, die ich jetzt schon vermisse, aber sie ist halt nicht so gut wie der Zweischneid zum Beispiel. Bogenmäßig habe ich den besten gerade. Bei den Herzfinder, den können wir noch nicht. Was habe ich gesagt? Wir haben noch 5. Eine geht hier rein, dass wir alles auf 13 haben. Dann geht eine hier und hier rein. Da sind wir bei 57. 47. 16 sind wir bei 48. Ah, da würde 17 doch gehen. Ja, dann können wir auf jeden Fall den Herzsucher noch benutzen. Hier rennt's Bogen leider nicht mehr. Da hätten wir viel weniger hier reinpacken dürfen. Und viel mehr hier rein und auch viel mehr in Stärke und Ausdauer und so weiter. Geschicklichkeit müssen wir weiter pusten. Eigentlich dürften wir jetzt nur noch Geschicklichkeit höher machen. Stärke bin ich so sicher, vielleicht noch einmal. Wir können ja noch 25 Punkte verteilen. Werden wir dann sehen. Weitere Truppen ausbilden vielleicht noch. Vielleicht noch ein paar Kriegsherren. Oh, kein Mondsilber mehr. Nein. Da lieber Hexenmeister. Oder noch besser, Nekromanten. Agabud ist immer noch auf dem Rückweg. Hier haben wir alles geplündert, das Portal zum Kolosseum geöffnet. Stehe bereit. Verstanden. Zu Befehl. Zu euren Diensten. Verstanden. Bringen wir mal alles, was wir haben, nach da oben. So, das sollte dann auch reichen an Truppen. Ist wenigstens praktisch, dass das alles hier stattgefunden hat und wie wir nicht das ganze Land absuchen mussten. Nach den Mosaikteilen. Ja, als nächstes gehen wir dann wieder in die Gladiatorenschule. Mit 44 konnten wir das nächste schon annehmen. Zu Befehl. Ja, die Dunkelelfen haben jetzt halt einen langen Anmarschweg. Aber wenn wir den Meister des Mosaiks dann besiegt haben, also dieses Mosaiks, dann können wir in Ruhe zum Kolosseum. Und danach können wir weiter die Uhrwerkhallen
Ja, und ich sollte mal wirklich gucken, dass ich die ganzen Runen, die ich nicht mehr brauche, also abgesehen von D3, wer das alle verkaufe. Zaubermäßig Heilungsstufe 17. Ja, das werden wir auch nie erreichen. Also ja, ich bin zufrieden mit der Heilung, wie sie jetzt ist. Ich weiß nicht mal, ob sie diesem Spiel überhaupt was bringt, eine reine Spezialisierung zu nehmen. Außer vielleicht Eismagie. Oder Elementarmagie halt allgemein. Da könnte man mit 25... Blödsinn, mit 100 Punkten. Ja, alles auf Level 25 bringen. Also Elementarmagie, Eis, Feuer und Erde. Müsste man halt hauptsächlich Intelligenz und Weisheit steigern. Bei anderen Sachen weiß ich, ob es so praktisch wäre. Also ja, eine... Also schwere oder leichte Kriegskunst zu maxen. Wäre auch noch möglich. Leichte Kriegskunst halt. Dumm, dumm, dumm. Wären ja halt nur 3, das heißt. Ich würde jedes auf 30 bringen. Wenn man 30 überhaupt erreichen kann. Ja, sollte man eigentlich das Maximum, was ich jetzt gerade erreichen kann, ist 128 Punkte. Von daher. Was halt auch gehen würde. Nur ob es von den Erfahrungspunkten, also von den Attributen her geht, es wieder die andere Frage. Zum Beispiel leichte Kriegskunst auf 20, also so wie ich es hier habe, mit leichter Rüstung und kleine Klingenwaffen. Und dann noch eine Magieart. Das wären dann 5 verschiedene Sachen für 100 Punkte, wären 20 pro. Wenn ich es mir so ansehe, ist das höchste, was wir jetzt so gefunden haben, wirklich Stufe 20. Es ist halt die Frage, ob es noch höhere Sachen gibt. Also, ich weiß es nicht mehr genau. Ist schon eine Weile her. Oh, die Aria-Quelle ist erschöpft, die andere noch nicht. Da kommen aber meine letzten. Für Silbern die Ehre. Glitzert der Tod. Vorwärts, Krieger! Zu euren Diensten. Nekromanten an. Nor ist mit uns. Lasst uns kämpfen. Die beschwört hat hoffentlich genug Goblins und Schrecken und alles Mögliche, damit wir die Untoten ein letztes Mal besiegen können. Lasst uns kämpfen. Vorwärts, Krieger! Könnt ja noch 15 weitere, aber ich glaube, das reicht langsam an Truppen. Jedenfalls für die Mosaikwächter. Sind auf jeden Fall stärker als die Elfen, die ich habe. Zwerge oder Menschen werden halt praktisch. Vor allem Menschen mit Paladin. So viel Untote. Nor, die Schlacht ist nahe. So, dann speichern wir hier sicherheitshalber mal drüber. Passiert ja noch nichts. Und dann setzen wir das letzte Teilstück ein. Das Mosaik ist wieder vollständig. Der Boden zittert, die Luft wird faulig. Der Tod ist nur der Anfang. Feindlicher Angriff! Okay. Die Linien dürfen nicht brechen.
Und alles kaputt machen. Komm zu Ump, komm. Oh, der Großmeister des Mosaiks, der ist hier oben. Uah. Oh, er ist Level 54, okay. Der Tod ist nur der Anfang. Die Linien dürfen nicht brechen. Der hält aber auch einiges aus, der Großmeister. Oh, ich habe da drüben aus Versehen einen beschworen. Okay. Nor wird uns rächen. Wir sind die Linien dürfen Tod. Nicht brechen. Wen soll ich töten? Nee. Zu Befehl, zu Befehl. Auf dem Weg! Wen soll ich töten? Hier kommt euer Untergang. Hier kommt euer Untergang. Ich fühle sie bereits. Wird sofort ausgeführt. Wobei, ich könnte alle hier oben, dass sie erstmal auf die Großmeister des Mosaiks losgehen und uns dann noch kämpfen. Wen soll ich töten? Eure Gegenwehr ist vergebens. Zu euren Diensten, alles klar. Achtung! Mich dürstet. Halt doch still! Den Boden drängen. Okay, ja, machen wir es lieber so. Und mein Startmenü. Müssen ja immer ins Startmenü zum Laden hier leider. Die Rune ruft, wird sofort ausgeführt. Also alles hier nach oben, damit die Untoten unten uns in Ruhe lassen. Mich lässt euer Untergang. Zu euren Dienst. Alles klar. Und wenn das wieder nicht klappt, dann lassen wir es mal gut sein. Für die Ehre und Ehre. So, das erste Teilstück, die ruft sich faulig. Die Linien dürfen nicht brechen. Sie sind überall! Der Tod ist nur der Anfang. Schlägen! Stehe bereit. Verstanden. Ein feiger Angriff.
Nor wird uns rächen.